Von Survival Martin, 24 Stunden überleben und schlafen auf einem Baum. Geht das so einfach? Fragezeichen. Der Raptor hier unterwegs. Oder was? Die Szene hat mich gerade ein bisschen an Thomas Gast erinnert. Oder? Was war das gerade? Was war das gerade? Hä? Da ist er. Da ist er, der Raptor. Habt ihr ihn gesehen? Schon irgendwie geil gemacht, muss ich sagen. Feier ich. Stabiler Rucksack, den habe ich auch. Es ist so ungewohnt, das Video geht 43 Sekunden. Martin hat noch nicht einmal mit der Kamera gesprochen. Es ist ein reines Sprintvideo. Oh, jetzt geht's los. Was hat er da? Ein Stück Paracord? Ankerhaken? Oh. Schauspieler Goldene Himbeere. Aber geil gemacht. Ich muss sagen, es wirkt wirklich ein bisschen wie in so einem Computerspiel von der Kameraführung. Fand ich gut. Hallihallo, hallo, hallo, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival Martin. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch. Stellt euch vor, ihr seid auf der Flucht, ihr habt es gerade gesehen und ihr wollt euch auf einen Baum retten, weil ihr verfolgt werdet. Ich will heute herausbekommen, ob es tatsächlich wirklich sinnvoll ist, auf einen Baum zu klettern und dort eine ganze Nacht zu verbringen. Wir kennen es aus Jurassic Park oder aus von Tribute von Panem. Kann man auf einem Baum überleben eine ganze Nacht, ohne runterzufallen und zu sterben? Ich bekomme es heute für euch raus. Dieser Survival-Selbstversuch startet genau jetzt. Ich sehe gerade, er hat die neue Version von dem Rucksack. Meine sieht anders aus. Ah. Der erste Schritt ist getan. Man ist quasi schon mal so 2-3 Meter. Das ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, muss man aufpassen. Ah. Vielleicht lieber mit einem Sicherungsseil arbeiten, Freunde. Der Sicherheitssalamander wieder. Da auf dem Baum. Jetzt heißt es, den Baum erkunden. Ich guck mal, ob ich eine geeignete Stelle finde, wo ich die ganze Nacht lang verbringe. Ganz wichtig, Leute, bitte. Aber Martin hat doch sowas schon mal gemacht? Oder bin ich gerade doof? War das Survival Martin Baum? Hier. Survival Martin überlebt Baum, Schlafplatz, Plattform, Shelter, Übernachtung im Wald. Vor 4 Jahren. Ah, da hat er so eine Plattform gebaut, ne? Und jetzt will er quasi ohne Plattform. Irgendwie kam mir das bekannt vor. Bitte nicht nachmachen. Viele Bäume sind alt, kaputt, haben morsche Äste. Ist übrigens eine Eiche. Stabiler Baum. Also bitte nicht nachmachen. Boah, krass. Letztes Mal auf den Baum geklettert vor vielen Monaten. Aber hier zum Beispiel, krass, hier. Wenn ich hier jetzt so hinsetze. Boah, das sieht eigentlich ganz gut. Ich bin komplett eingekesselt. Boah. Ist natürlich krass, ne? Ich bin ah, das ist auch das Thumbnail entstanden zwischen diesen beiden Dingern. Jetzt hier so schätzungsweise 8 Meter ungefähr. Oh, geil. Schon. Die ich hier oben hocke. Ah, hätte ich mir ein bisschen länger gewünscht, noch die Drohnenaufnahme. Ich habe so eine Stelle gefunden, wo man sich so schön reinsetzen kann. Ja. Aber das Problem ist, wenn man nachts einschläft und zur Seite kippt, fällt man einfach hier zack nach unten. Und das wäre halt gar nicht gut. Man muss sich anbinden, oder was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da schlafen kann. Okay, der erste Punkt ist. Danke für alle Leute, die hier supportet haben beim Hype Train. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt erstmal meinen Rucksack absetzen, weil der stört die ganze Zeit bloß. Da ist noch ein Kameramann mit oben, ne? Er filmt das ja gar nicht selber. Okay. Baum ist, Rucksack ist gesichert. Also hier ist jetzt so eine Einkerbung. Ich bin so fett für die Aussprachen. Voll geil. Ja, so kann ich auf jeden Fall eine Nacht pennen. Absolut geisteskrank. Boah, wenn du runterguckst. Oh Gott. Die Stelle hier ist definitiv nicht möglich. Ich bin halt verloren. Schön verkeilt hier, ey. Hier ist gänzlich ungeeignet. Chris ist natürlich auch mit am Start. Chris macht heute den Kameramann. Der wird natürlich die Nacht nicht mit mir auf dem Baum verbringen, sondern der wird quasi immer mit dem Handy an der 112 sitzen. Falls er halt nämlich knallen hört, holt auf jeden Fall sofort die Feuerwehr. Da drüben kann man sehen. Also kann man hier echt so sich so. Ablehnen, ne?
Ja. Geh mal da richtig in die Furzmulde rein. Lass dich mal richtig runterrutschen. In die Furzmulde. Das geht doch klar, oder? Umarm mal den Baum, habt ihr mal lieb? Ist auf jeden Fall. Du entlastest so ein bisschen die Füße, aber ja, genau. So, das drückt halt hier, ne? Ja. Ich glaube, deiner da drüben ist bis jetzt so mein größter Favorit gewesen. Ja. Ja, tolle Wurst. Ich weiß nicht, wie ich hier hochgekommen bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Schon auf dem Baum. Leute, das ist echt nicht witzig. Also man denkt immer so, ja, auf dem Baum, ja, Ruf ist eh eine Sache, aber runter ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich gehe, glaube ich, auf safe dahin, wie du hattest hier. Oh Gott, der ist doch morsch, ne, klar. Oh, der ist durch. Ah, da, der ist hin. Der ist hin. Ja, na klar, ist der. Ich wollte mich gerade dran festhalten. Sieht man noch, dass der hin ist. Alter, das könnte hier sein. Oh Gott. Eieiei. Komm, wir gehen nicht. Etage tiefer, komm. Oh, ich würde ja schon gerne die Beine auch lang machen können. Ja, genau. So. Hast du schon mal im Sitzen geschlafen? Nee. Beim Autofahren bin ich mal eingeschlafen. Also, als Beifahrer. Super. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Nacht. Definitiv. Okay, was hat er? Er hat da noch ein Seil mit irgendwie. Das hängt die GoPro. Ich würde sagen, wir gucken mal in den Rucksack. Und zwar... Hat er einen Schlafsack mit? Ah, ist wahrscheinlich recht warm, ne? Da ist jetzt so drin, was ich immer so im Daypack drin habe. Wir haben auf jeden Fall noch eine Regenjacke. Da ist das drin, was er im Daypack immer so mit hat. Ah ja, klar, wahrscheinlich ein Seil immer im Daypack dabei. Und hier haben wir so ein ganz einfaches Seil. So wie bei Tribute von Panem. Und damit versuche ich mich quasi hier vor mir an den Baum einfach zu sichern, einfach festzubinden. Immer dabei, Freunde. Habe ich auch immer eine Hosentasche. Ob das funktioniert, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Hier, ich noch... Klassische Tüttelknoten. Oh, was ist das? Eine Notfall-Isomatte von Niklas. Was ist denn eine Notfall-Isomatte? Habe ich ja immer dabei, weil als ich nach Mexiko geflogen bin, habe ich gemerkt, dass es echt immer sinnvoll ist, eine kleine Isomatte beizuhaben. Das hier, das ist keine Unterlage für eine ganze Nacht. Das ist einfach viel zu hart. Obwohl so ein bisschen... Da bin ich ja mal gespannt, was er mit der Isomatte macht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo will er mit der Isomatte denn auf dem Baum? Wo es drauf ist, ist das trotzdem sehr, sehr hart. Hier haben wir ein paar Wechselakkus für die GoPro. So, hier oben. Hier oben habe ich noch eine Powerbank drin. Ein kleiner Loop. Mein eigener Merch. Ja, geil. Und? Jawohl. Da sind sie. Ja. Schokolade ist am Start. Geil. Also, wird eine geile Nummer. Eine arschgeile Nummer wird das hier. Das ist mein grobes Setup. Und ich bin gespannt. Okay, aber wir haben schon mal keinen Schlafsack. Wie die Nacht wird. Also wenn es kälter wird, als ich es erwartet habe, dann... Oh, Alter, dann sehe ich schwarz. Oder wenn es richtig schwarz ist, allen Eimern. Oh, mach's gut, bis morgen früh. Okay, Chris verabschiedet sich jetzt. Und ich werde jetzt hier anfangen, mir was zu bauen. Ich habe mir nämlich überlegt, das Seil zum Festbinden ist zwar eine gute Idee, aber ja. Was ist denn, wenn ich mir damit so weit wie eine Art Hängematte oder Sitz baue? Das probiere ich jetzt aus. Oh. Ich muss halt nur ultra aufpassen, dass ich hier nicht abrutsche. Ich habe mir überlegt, einfach von hier drüben hier rüber zu spannen. Da werde ich den ersten Ankerpunkt setzen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Knoten. Knoten kann ich. Oh nein. Nämlich überhaupt nicht. Hat das denn? Aber ja? Da hängt mein Leben von ab. Naja, aber löst gut. Sich super. Das ist doch so ein bisschen elastisch, weil ich jetzt ja nicht so verkehrt finde. Ich mach einfach noch einen. Ja, kann man machen. Klassischer Doppelknoten. Nö, nee, arschgeile Nummer, auf jeden Fall. Arschgeile Nummer hat er aber auch von mir ein bisschen abgekupfert. Das ist ja, ne, das ist da los. Ich muss mal testen, wie sich das sitzt. Aber die Idee ist schon mal nicht schlecht. Aber... Ey, du sitzt auf jeden Fall weich. Also ist so, du hängst halt wie in so einer Hängematte. Das ist halt krass. Jetzt mache ich hier oben noch eine Strippe hin für die Füße. Weil es geht ja nur darum, die Füße mal ablegen oder lang machen zu können. Nur darum geht's. Bitte halte, du Knoten. So. Ja, mehr ist auch nicht. Ein Test, ich mach mal einen Test. Oh, geil. So, nochmal ein bisschen gedehnt. Also richtig straff. Da kannst du das Seil fast doppelt so lang ziehen. Das ist wie ein Bungee-Seil, das Ding. Also wenn das der Sicherheitssalamander sieht, schwierig, Freunde. Der war morsch, scheiße. Okay, das geht nicht. Ja, man könnte jetzt sagen, das wäre lebensgefährlich. Ist es auch. Aber das ist ja Quatsch. So sieht es aus hier mit meinem Netz. Aber er macht es einfach wie so ein Spinnennetz oben im Baum. Die Idee finde ich ganz geil. Ah, ich habe natürlich hier bei der... Alter, was mit der Hose passiert? Ich sag, ist meine Hose gerissen. Ja, die hat echt lange gehalten, die Hose. Ist die Hunter von Gamsbock. Aber wenn du so oft wäschst, wiegt die Wasche halt, weil du halt viel draußen rumkrauchst, dann... So eine Outdoor-Hose musst du nicht waschen. Die kannst du mal lüften... Und auch mal ausklopfen für den groben Dreck. Aber die muss man nicht immer waschen, Freunde. Kann ja auch mal porös werden und spröde und irgendwann reißen. Ich glaube, die ist jetzt schon, die ist noch aus der Bunkerbauzeit. Ich liebe diese Hunterhosen.
wenn ihr Bock drauf habt, von Gamsbock, Link in der Beschreibung. Mir ist gerade die Idee gekommen. Ich habe ja jetzt hier diese Hängemattenkonstruktion. Ah, die ist grün, das sieht man halt so schwierig, aber hier diese Seil. Okay. Und ich habe ja noch die Isomatte, die Notfall-Isomatte von Niklas. Grüße gehen übrigens raus. Auch die ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Eine Notfall-Isomatte? Gibt es eine Notfall-Isomatte? Digga. Gut, ey, sieht gar nicht schlecht aus. Mich geschissen in eine Fresse. Ist das bequem? Ultra bequem, ich bin auf dem Baum. Ich bin auf dem Baum, Digga. Ja, auf ist schon Baum. Geil. Ist schon geil. Okay, ist das denn? Guckt euch das an. Das hat schon was. Ah, ich hätte trotzdem Angst, da runterzufallen, wenn du einschläfst. Es ist noch nicht mal richtig dunkel. Und ich sag's euch mal kurz. Ein falscher Tritt und es geht einfach scheiße abwärts. Ja gut, ist ja auch so, wenn es hell ist, ne? Holy moly, Alter. Ich hab holy moly. Oh, bitte nicht falsch treten, weil sonst macht es schon, dann bin ich unten. Oh, blaue Stunde. Es ist 21.41 Uhr. Ich habe jetzt auch schon eine kleine Taschenlampe an. Wird Zeit für ein Abendbrot, würde ich sagen. Perfekte Zeit für einen kleinen Megabyte. Ein ganz komisches Gefühl. Zu wissen, dass man jetzt hier oben die ganze Nacht verbringt. So sieht es für mich aus. Irgendwo da unten ist der Boden. Meld mich später wieder. Okay, zwei Stunden später ist es. 0.49 Uhr. Ich bin immer noch oben auf dem Baum. Ich find's krass, es ist kurz vor eins und es zwitschern die ganze Zeit die Vögel. Okay, Martin ist jetzt wieder an dem Punkt, wo er gleich ausrastet. Du denkst, okay, mach mal ein bisschen die Augen zu und ein bisschen schlafen. Es ist einfach nicht möglich. Es hilft nichts, ich muss pinkeln. So, jetzt kann ich natürlich den Baum nicht... Stört euch das, wenn da Vögel zwitschern, Freunde? Ich habe damit irgendwie gar kein Problem mit so... Weiß ich nicht, mich stört das überhaupt nicht. Verlassen, sondern ich kann mich jetzt hier so rüberlehnen über den hier, über den Ast und werde einfach hier runterstrollern. Ja. Das darfst du keinem erzählen. Ah, da sieht man auch den Pipi-Strahl. Es ist nachts um eins, warum seid ihr noch alle wach? Ja. Ey, ich bin mega gespannt, wie Martin sich bei Seven vs. Wild schlagen wird. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er durchzieht, da sehe ich gar kein Problem. Aber ob er seine kleinen Attacken kriegt oder nicht, wenn er da drei Tage lang keinen Fisch fängt. Ob er da ausrastet oder nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder in Schlafposition. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Ja, also die einzige Bedenken ist echt für mich so, wo ich denke, ich hätte Angst, da einfach weg Körperspannung zu verlieren und dann wegzurutschen, einfach runterzufallen. Also, dass er sich da einfach so in so ein Hängeding da reinsetzt und sagt, so, ja, und da penne ich jetzt drin, musst du erstmal drauf haben. Fußrutscher gerutscht. Oh. Nachts um 1:30 einfach mal ein bisschen Stretching oder was? Ein bisschen mehr einringen. Ist zwar bescheuert. Was ist da los? Aber funktioniert. Ich mach drei Kreuze, wenn die Scheißsonne aufgeht, ey, wirklich. Ich gefährlich so. Ah, vielleicht nicht so viel Koffein reinballern. Also laut Instagram sind hier 10 Grad. Ne, ist schön auf jeden Fall. Ich gehe wieder an mein Nest hier. Sterne hier vor mir. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Martin hat irgendwie Langeweile da oben. Und da, der helle Punkt ist der Mond. 2:28 Uhr. Es zieht sich halt auch so nach. Oh, was ist da los? Martin weint. Was passiert? Einschlafen. Echt einschlafen. Das Problem ist, wenn du einschläfst, wird dir kalt. Ist denn der Mond da hinten? Da. Mond. Krass. Später. Die Angabe später ist auch geil.
mein Isomat ist runtergefallen. Oh nein. Ich muss jetzt da aus der zweiten Etage holen. Er steht doch hier schon wieder auf so einem moschen Ding. Hat er nicht dazugelernt? Das ist doch hier schon wieder so ein... Gut. Er hält sich doch auch hier links schon wieder fest. Das ist doch so ein mosches Ding. Da ist doch nicht mal mehr Rinde dran. Ach, schwierig. Gute Notfall-Isomatte. Keine Ahnung, ob man mich erkennt, ob man mal sieht. Ich weiß es nicht. Ich konnte ja, Martin, wir sehen dich. Ratet mal, was gerade passiert. Loch. Fängt an zu regnen. Im Dunkeln erkennst du nicht, welche Äste sind morsch und welche nicht. Das ist echt absolute Lebensgefahr hier oben. Oh, aber zähl schon? Um 4? Krass. Ja gut, im Sommer ist heftig, noch ne? Nicht ganz 4 Uhr. Und hier rein oder darum. Ich werde tatsächlich einschlafen. Bin hier gerade. Bin hier gerade eingenickt. Oh, halbe Stunde, dann ist es hell. Ja. Ich muss doch mal dicke, fette Props raushauen an Niklas on Fire. Grüße gehen raus an dich, Niklas. Ey, ich habe mit dem Ding auf dem ganzen Baum rumgerieben. Überall habe ich drauf gesessen, doppelt gelegt. Hier, die hält. Die ist echt sehr, sehr robust. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, die platzt mir unterm Arsch weg. In die Beschreibung gehen, da ist Link drin. Gönnt euch was aus den On-Fire-Shop. Vielen lieben Dank. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich habe auf einem Baum überlebt, Digga. Kuss geht raus. Der Mythos, eine Nacht auf dem Baum. Einfach nur überleben, bis es wieder hell wird. Ja. Bis die Dinos abgezogen sind. Ja. Oder halt die Feinde unten am Baum weg sind. Oder auch wilde Tiere oder wer auch immer. Ja, ist definitiv möglich, Mann. Möglich. Da hinten blinkt der rote Mond hier, oder was? Damit verabscheue ich mich. Freunde, wenn es euch gefallen hat. Ah, das ist die GoPro. Kanal abonnieren für nächste geisteskranke Selbstversuche oder auch neue Projekte. Prepper LKW steht in den Startlöchern. Leute, abonnieren nicht vergessen. Ich hab euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Hat uns Martin eigentlich lieb? Hol mich, ist mehr als es ist 4 Uhr. Aber das waren doch keine 24-Stunden, gerade im Chat. Stimmt, das waren keine 24 Stunden, ne? Nicht mal ansatzweise. Hui. Es wird gerade hell. Ich hab euch lieb, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das waren 12 Stunden. Vielleicht, warte mal, nachts um 4. Ja, wenn überhaupt, ne? Naja. Da wurden wir wieder verarscht. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlich. Ja, Martin immer für das eine oder andere lustige Experiment auf jeden Fall zu haben. Ich bin mega gespannt und gehypt auf Seven vs. Wild, wie er sich dort schlägt, wie er klarkommt, ob er Probleme kriegt. Ich muss sagen, ich glaube, von allen Leuten, die dort teilnehmen, ist er... Naja, der Typ mit den meisten Erfahrungen, was das angeht, ich weiß es nicht so richtig. Aber er hat schon viele so eine Dinger gemacht mit irgendwie draußen ungemütlich pennen. Klar, wir werden ja eh ein bisschen Ausrüstung dabei haben. Ich glaube, seine Laune wird das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen eskalieren. Ich wünsche es mir zumindest für den Unterhaltungswert. Ich find's geil.